Hallöchen, Freunde, und willkommen zur allerletzten Ausgabe der Channel News 2.0. Ja, leider nicht nur die letzte Ausgabe der Channel News für dieses Jahr, sondern, wie schon gesagt, die letzte Ausgabe der Channel News 2.0 überhaupt. Ich habe es schon tausendmal gesagt, ab nächstem Jahr werden sich die Channel News tierisch verändern. Die Channel News 2.0 gibt es gar nicht mehr. Es gibt auch nicht die Channel News 3.0. Es kehren eigentlich auch nicht die ganz normalen Channel News zurück, sondern so eine speziellere Art. Aber na gut, heute nochmal dann die letzten Channel News für dieses Jahr. Was wird diese Woche alles passieren? Also die letzten Tage dieses Jahr, die ersten Tage aus dem nächsten Jahr. Ja, erstmal, ich habe angekündigt, dass ich einiges bis nächstes Jahr noch verändern werde. Damit bin ich jetzt eigentlich größtenteils schon fertig. Also heißt, es gibt ein neues Banner, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Die YouTube-Startseite von meinem Kanal, die wurde komplett teilweise komplett überarbeitet, genau. Achso, und eine Story, die muss ich gleich noch erzählen. Denn beinahe wäre es passiert, dass normalerweise sollte ja Donkey Kong Country Tropical Freeze starten jetzt, ne, am 1. Und beinahe wäre das nicht passiert. Na gut, es kann ja auch passieren, dass es nicht passiert, aber dazu kommen wir gleich. Dann wurden die alten Playlists wiederhergestellt. Das heißt, Playlists, die ich beim letzten Mal gelöscht hatte, als ich ja alles auf drei Kanäle aufgesplittet habe. Heißt, beispielsweise die Wie schmeckt's Playlist gibt's wieder. Den Adventskalender aus dem letzten Jahr. Die Adventsvideos von 2018 und 2019 sind wieder da. Also die Playlist davon. Ja, was noch? Strolli so den YouTube-Star 2019 auch und aber diese ganzen Comedy-Playlists, die habe ich nicht gemacht. Und natürlich die Liste wurde komplett überarbeitet, die Let's Playliste. Und auch sogar die Videobeschreibung wird ab nächstem Jahr komplett geupdatet. Vielleicht ist sie in diesem Video jetzt auch schon ein bisschen bearbeitet. Aber in den Gaming-Videos werdet ihr sehr wahrscheinlich dann ab nächstem Jahr eine große Veränderung in der Videobeschreibung sehen, die sich ja sowieso niemand anguckt. Aber das ist man ja gewinnt. So, kommen wir zu dieser Story, bevor wir jetzt dazu kommen, was letzte Woche alles passiert ist. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass sich meine Switch irgendwie überhitzt hatte. Und dann hat die erstmal zwei Tage lang nicht mehr funktioniert. Daraufhin habe ich die dann überall, also die war die ganze Zeit noch an. Ja, die Switch war die ganze Zeit noch an, ich hatte aber nur halt kein Bild mehr. Trotzdem war, da kam immer noch oben Luft raus aus diesem, Lüfter halt, ne? Und dann habe ich die ja damals, ich habe die überall hingelegt, wo es kalt war, damit ich gehofft hatte, dass sie wieder richtig funktioniert und die sich abkühlt, da hat es aber immer noch nicht funktioniert. Daraufhin habe ich die an den Kühlschrank gepackt, da hat es ja wieder geklappt, ne? Vor zwei Tagen ist mir das jetzt wieder passiert und bis tatsächlich heute hat die Switch immer noch nicht funktioniert, die war jetzt zwei Tage oder drei Tage fast durchgehend am Laufen. Weil das irgendwie, ich hatte kein Bild mehr auf dem Ding. Der Controller, da war die ganze Zeit das Licht an, dass halt der Controller noch läuft. Und sowieso alles. Bis ich dann heute mal wieder auf die Idee gekommen bin, die Switch einfach in den Kühlschrank zu packen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Jetzt ist zwar der Akku komplett leer, heißt, ich muss das Ding erstmal 50 Stunden lang wieder laden, weil wenn man das, weil ganz ehrlich, das ist noch schlimmer als das Video Gamepad gefühlt. Das geht, das hält eigentlich recht lange, aber das dauert 1000 Jahre, bis das aufgefüllt ist. Und ja, ich hatte schon beinahe die Hoffnung aufgegeben, dass meine Switch jetzt komplett kaputt ist. Weil ich die zwei Nächte lang auf einer kalten Fensterbank liegen hatte. Und das Ding läuft einfach immer noch. Es hat immer noch funktioniert. Und ja, deshalb dachte ich, Mann, bald ist der 31. Ich muss bald das neue Projekt aufnehmen. Ansonsten wird nächstes Jahr noch beschissener. Aber Gott sei Dank, jetzt funktioniert der Teil Gott sei Dank wieder. Na gut, ich habe es noch nicht wieder ganz angeschaltet. Da, die ist immer noch am Laden. Aber ich hoffe, die funktioniert jetzt wieder. Gut. Was ist letztes Jahr? Letzte Woche alles passiert. Ich bin schon im nächsten Jahr. Letzte Woche ist gar nicht mal so viel passiert, aber doch schon ein bisschen mehr. Wir hatten Weihnachten. Wir hatten Weihnachten. Und dann dazu am Montag in Türchen Nummer 21. Fisch Nummer 21 hatten wir den letzten Livestream 2020 und zwar der große Stroll Unity Christmas Cup in Mario Kart 8 Betrug. Deluxe. Ich sag schon automatisch Betrug, ab nächstem Jahr muss das aufhören. Und ja, es war ein legendärer Stream. Anders kann man das nicht sagen. Es gab zwar noch Streams, die waren legendärer, zum Beispiel der 12-Stunden-Stream. Aber na gut. Dann am Donnerstag
Also sprich am 24. kam dann das große Finale des Adventskalenders und zwar ein Backvideo. Ich habe geisteskranke Weihnachtskekse gebacken und die waren schrecklich. Natürlich wurde das Video auch erstmal wieder ja, wegen dem Song am Ende, ne? Ihr wisst es, Gott sei Dank war es kein japanischer Fernsehsender, der das Ganze an sich genommen hat, sondern ja. Und am Samstag kam dann noch ein zweites Weihnachtsspecial, kann man sagen, oder das richtige Weihnachtsspecial am zweiten Weihnachtsfeiertag, und zwar nämlich eine Banjo-Kazooie-Map, und zwar Banjo-Kazooie Nightmare Before Christmas. Endlich kriege ich mal den Titel raus. Das war so ein 1-Stunden-Video, das noch eine Premiere war. War nicht sonderlich erfolgreich gewesen am Samstag. Das muss mal aufhören mit diesem M, das ist ja schrecklich. Ich merke das auch immer in der Bearbeitung. Schlimm, schlimm, schlimm. Und dieses auf jeden Fall, aber das sage ich ja tausendmal. Also, und also ist auch so ein Wort, das fällt mir jetzt auch auf. Also das Weihnachtsspecial dann am Samstag. War das bei euch auch so, dass ihr während den Weihnachtstagen komplett die Orientierung verloren habt, was den aktuellen Tag, den aktuellen Wochentag angeht? Ich bin da am zweiten Weihnachtsfeiertag aufgestanden, ich dachte, wir hätten irgendwie Mittwoch, dann bin ich am nächsten Tag aufgestanden, ich habe gar nicht mehr gewusst, welcher Tag ist, dann bin ich am anderen Tag aufgestanden, wusste ich nicht mal mehr, dass Weihnachten ist. Also das ist komplett, ich habe da komplett das Zeitgefühl an Weihnachten verloren. Vor allen Dingen, das waren 4 Tage hintereinander, beziehungsweise 3 Feiertage hintereinander. Ich habe nicht mehr gewusst, was da ein Sonntag war, wann ein Montag war. Ja, da war auch definitiv ein Montag mit dabei. Ja, und am Samstag kam auch noch ein kleines Werbevideo für den Hübi Charity Stream. Und bevor ihr jemand fragt, natürlich habe ich auch gespendet, 150 Euro noch relativ am Ende. Ich hoffe, ihr wart auch da und habt auch eine kleine Spende da gelassen oder irgendwie in irgendeiner Weise supportet. Das wollte ich damit erreichen, aber okay. Ja, kommen wir nun zum Uploadplan. Für diese Woche. Der letzte Uploadplan in den Channel News. Also, heute nur die Channel News. Diese Woche ist wieder so, dass jeden Tag nur ein Video kommt. Dienstag und Mittwoch, also morgen und übermorgen, jeweils um 18 Uhr, die letzten beiden Folgen von Made of Scare. Scare. Das wird tatsächlich Made of Scare ausgesprochen, ne? Made of Scare, das große Finale. Morgen, die Flucht. Die Flucht, sagen wir, die Flucht, nicht der Kampf. Die Flucht vom Vater, werden wir es wohl schaffen. Und dann am Mittwoch, am 30. Dezember 2020. Das Ende, beziehungsweise beide Enden. Am Ende müssen wir uns entscheiden. Wir finden tatsächlich Elisabeth, die Echte, ja. Alle Echte. Und müssen uns entscheiden, ob wir ihr vertrauen oder nicht. Das ist eine ganz schlimme Entscheidung gewesen. Ja, dann am Donnerstag natürlich die Auflösung vom Gewinnspiel. Okay, da kommen dann 2 Videos, aber das ist ja nur so ein kleines Sekundenvideo. Die Auflösung vom Gewinnspiel von der Kamera, die da oben noch sitzt. Ach übrigens, nicht wundern, dass der Schrank da so schäbig aussieht, weil ich habe die ganze Weihnachtsdeko schon abgeräumt. Und auch nicht wundern, dass meine Haare so schäbig aussehen, weil ich war gerade eben duschen und ich sah, real talk, nach dem Duschen so aus wie Medusa. Das sah aus, als hätte ich Schlangen im Haar. Also Friseurtermin, der wäre mein größtes Silvestergeschenk. Ja, Auflösung vom Gewinnspiel natürlich, wer die Kamera da oben gewinnt, beziehungsweise der Camcorder. Und das große Jahresbest-of, ne? Dass ich auch noch schneiden muss, die Tage. Das darf ich nicht vergessen. Und ich muss noch den neuen Kanal-Trailer aufnehmen. Ja. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag. Die ersten 3 Tage im Januar, im neuen Jahr. Das neue Projekt Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wenn die Switch funktioniert. Ich hoffe es mal. Ansonsten packe ich sie diesmal ins Eisfach. Ja. 14 Uhr natürlich. Das neue Hauptprojekt. Und für diejenigen, die sich endlich fragen, wann startet denn Undertale? Du hast doch gesagt, das kommt auch irgendwann Anfang des Jahres. Ja, Anfang des Jahres. Anfang Januar. Hab ich gesagt, Anfang Januar heißt aber nicht direkt in den ersten 3 Tagen des Januars. Also es wird generell, auf jeden Fall generell, ja, nächste Woche geht dann alles richtig los. Das hier, sind jetzt eigentlich nur die News noch, die hauptsächlich dieses Jahr noch betreffen. Ja.
Dann kommen wir jetzt zum letzten Kommentar der Woche. Wie wir das ab nächstem Jahr machen, weil da kommen ja die Channel News nur noch einmal pro Monat, ob es dann den Kommentar des Monats gibt oder die Kommentare des Monats oder vielleicht sogar das Video des Monats, also von euch dann, oder das Meme des Monats, ich weiß auch nicht. Da könnt ihr mir auch gern schreiben. Falls ihr da irgendwelche Vorschläge habt, immer gerne mit in die Kommentare. Kommentar der Woche werdet ihr leider nicht mehr, aber okay. Kommt dieses Mal vom, ich glaube, er ist jetzt der Rekordhalter, Palkund Bokoblin mit, ich könnte jetzt durchzählen, aber ich glaube, es ist insgesamt, er ist jetzt zum 5. Mal, glaube ich, hier. Oder irgendwie sowas. Moment, ich zähle das jetzt. Also ich meine, es ist die letzte Ausgabe. Da kann man auch schon mal jetzt noch ein paar speziellere Dinge hier tun. Ich habe ja hier meine komplette Mappe hier, wo alle YouTube-Dinge drin stehen. Komm, hier sind doch die Zettel vom Genius 1 da. So, jetzt gucken wir mal. Also, von Anfang an. Ich lese nochmal alle Kommentare der Woche vor. Achso, erstmal natürlich, was hat er geschrieben? Unter das alte Wie schmeckt's Video, ja? Ich glaube, das war Adventskalendertürchen 7. Aus dem letzten Jahr, von 2019, da war Wie schmeckt's dran. Super schlecht, aber er hat auf jeden Fall geschrieben: Ich würde mir Eistee mit Cornflakes irgendwie lecker vorstellen, aber ich habe doch Angst, es selbst auszuprobieren. Da muss ich auf jeden Fall recht geben: Du musst bei allen seltsamen Kombinationen aufpassen und Angst haben. Das habe ich nämlich auch immer. Angst um mein Leben. Vor allem dieser Käsekuchen mit Thunfisch war das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Wie schmeckt's wird nächstes Jahr zurückkehren. Seid gern gespannt. Kanalempfehlung kommt gleich. Ich muss jetzt erstmal wieder die Kamera neu starten, bevor die wieder ausfällt. Also von vorn, die allererste Ausgabe der Channel News. Wer wurde da? Kommentar der Woche, es war. Oh, Niklas Böhme. Ah, da fällt der Zettel schon ab. Dann Tiarak. Der Agent. Stickman Animations. Leonie Meinhardt. Darkin, aka der Niklas Böhme wieder. Top 2, Mensa und Schafi. Dann, wieder der Salken, wieder der Niklas Böhme. Christian. Den kennt gar nicht. Christian Levi oder Levey. Achso, hier. Wieder der Agent. Da ist er doch nicht der Rekordhalter, war es doch der Niklas Böhme? So, dann Nummer 11. Kommentar der Woche haben wir da gar nicht. John Doe. Ah, da steht gar nichts. Kein Kommentar der Woche. Hallo? Pascal. Ist Paco doch nicht? Ah doch, hier, Palk und Bokoblin 1. Atrex. Achso, nee, das ist die Kanalempfehlung. Moment. QLP. Da waren es viele, unter anderem auch der Bokoblin. Der Agent. Keiner. Also, wir halten fest: Palk und Bokoblin zweimal, der Agent zweimal und Niklas Böhme dreimal. Wo sind die aktuellen? Hier. Kommen wir jetzt zu den letzten. Also, wer ist hier Kommentar der Woche? Palko Blockoblin Nummer 3. Bei Platio, wenn ich es richtig ausspreche. Wieder der Palkun. Warte, ah ne, genau, der Palkun 4. Sascha Schröder. Basti. Carmen Gocklin. Und wieder der Palkun. Fünfmal, nee, viermal. Jetzt habe ich am Ende nicht mitgezählt, ob da noch eins war. Egal. Das waren alle Kommentare der Woche. Kanalempfehlung lese ich nicht mal, weil das wäre zu langweilig. Aber die heutige Kanalempfehlung. Erstmal auf Kanalempfehlung, ganz ehrlich. Wenn ihr auf eurer YouTube-Startseite oder generell, wenn ihr kleine YouTuber empfohlen bekommt, supportet sie. Egal, was sie für ein Content machen. Ob es euch gefällt, okay, ihr klar, es muss euch gefallen, aber unterstützt mal mehr kleinere YouTuber. Ich glaube, viele von uns, auch hier speziell aus der Community, wissen, wie es sich anfühlt als kleiner YouTuber. Man hat es nicht leicht. Man hat es auch als YouTuber mit
zum Beispiel, keine Ahnung, 10.000 Abonnenten nicht leicht. Weil die aktuelle YouTuber-Abonnentenzahl, diese Hauptabonnentenzahl, die liegt erst im 100.000er-Bereich irgendwie. Und selbst YouTuber mit, ja, sagen wir unter 10.000, unter 100.000 zählen alle zu kleinen YouTubern. Also supportet so viele kleine YouTuber, wie es nur geht. Wenn, oder sucht auch beispielsweise mal selbst ein, wenn ihr irgendwen sucht, beispielsweise ein Gaming-Video sucht, was weiß ich, hier kommt The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 und ihr wollt unbedingt ein Let's Play von jemandem sehen, dann klar, ihr könnt es immer noch bei jemandem gucken, den ihr die ganze Zeit guckt, beispielsweise, was weiß ich, Domtendo oder sowas, ja. Aber sucht extra mal, gebt mal Breath of the Wild 2, in dem Fall denn jetzt zum Beispiel, ne, einfach mal bei YouTube ein und guckt mal, vielleicht ist ja gerade irgendjemand live oder vielleicht, keine Ahnung, irgendein kleiner YouTuber, der das gerade streamt oder spielt, supportet die einfach mal. Ja, supportet sie. Und das war die letzte Kanalempfehlung 2020. Kanalempfehlung geht noch weiter, würde ich mal sagen. Aber das war jetzt einfach mal so ein kleiner Appell an euch. Schaut einfach mal, wie viele kleine YouTuber es da draußen gibt. Und gebt ihnen einfach mal was zurück. Ja. Ansonsten würde ich sagen, das war's. Das war die letzte Ausgabe der Channel News 2.0. Ich hoffe, die Channel News waren nie zu langweilig, auch wenn sie gegen Ende irgendwie gefühlt immer langweiliger wurden. Ja, das war's wirklich. Ich habe absolut nichts mehr zu sagen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, feiert nicht zu viel, feiert nicht zu wenig. Und die Hauptsache an Silvester, guckt Mr. Bean. Das mache ich auf jeden Fall, weil Silvester ist nicht ganz so meins. Auf jeden Fall schön jedes Jahr Mr. Bean immer schön Super RTL gucken. Das ist der Lifestyle. Danke fürs Zuschauen. Das war der Strolli mit den, wie heißt denn die Channel News hier? Ach, tatsächlich sogar ein deutscher Titel, die letzten Channel News. Bis zum nächsten Mal, bis dann rein. Und ciao. Und ein letztes Mal. Privat.